Egon Friedell wurde am 21. Januar 1878 als Sohn des jüdischen Tuchfabrikanten Moritz Friedmann in Wien geboren. Der Leiter des Kabarets Fledermaus betätigte sich als Kulturphilosoph, Journalist, Conferencier, Religionswissenschaftler, Dramatiker, Historiker, Übersetzer und Philosoph. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 in Deutschland und dem späteren Anschluss Österreichs wurde seine Arbeit immer stärker behindert. Verfolgt durch die Nazis, schied er am 16. März 1938 freiwillig aus dem Leben. Aus seinem Werk Der verkleidete Dichter habe ich einen kurzen Abschnitt ausgewählt. Egon Friedell, der protokollierte Schriftsteller. Mit der Schriftstellerei hat sich in den letzten Jahrzehnten eine bemerkenswerte Wandlung vollzogen. Nach vielen Kämpfen und Misshelligkeiten ist sie jetzt endlich ein Beruf geworden. Ein ehrlicher, wohlakkreditierter Beruf wie jeder andere. Mit bestimmten technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, straffer innerer Organisation und fortlaufenden gewerblichen Traditionen. Man hat den Dichter sozusagen in die Matrikeln der menschlichen Gesellschaft aufgenommen. Und nicht bloß moralisch. Das Dichten ist auch nationalökonomisch ein Wert geworden. Der darbende Dichter kommt heute nur noch in der Gartenlaube vor. Wie seinerzeit das Dachstübchen die unvermeidliche Begleiterscheinung des Poeten war, so gehört heute zu einem richtigen Dichter die Villa. Anfangs war der schreibende Mensch einfach ein Verfemter gewesen. Verfemt und befeindet, wie es alle neuen Dinge sind. Man witterte in ihm irgendeine geheimnisvolle, auflösende Kraft. In der Tat hat ja auch dieser Instinkt vollkommen recht gehabt. Die Schriftsteller machten die Französische Revolution, stürzten das Papsttum und begründeten die Sozialdemokratie. Niemand anderer hat diese gefährlichen Dinge in Szene gesetzt als diese Taugenichtse, die nur so neben dem Leben herumzulungern schienen. Kein Wunder, dass sie zunächst als eine höchst verdächtige Gesellschaft angesehen wurden. Aber aus siegreichen Revolutionären werden bekanntlich immer im Verlauf der Entwicklung wohlangesehene Machthaber und Konservative. Heute zieht jedermann vor dem Schriftsteller den Hut. Niemand bezweifelt seine bürgerliche Existenzberechtigung. Und sie selbst bilden eine geschlossene Zunft mit Qualifikationsattesten, Gesetzen gegen unlauteren Wettbewerb und wohlgeordneten Produktions- und Konsumverhältnissen wie die anderen Gewerbetreibenden. Selbst die Zeit, wo man im Dichten eine Liebhaberei und Nebenbeschäftigung, eine Art Gesellschaftsspiel für Erwachsene sah, ist längst vorüber. Sie sind heute die ernstestgenommenen Menschen von der Welt.